Herzlich willkommen zum Radio 7 Fan Talk nach dem Derby-Sieg von RCV Wolfen gegen die HK Merlin-Skalsheim. Bei uns unsere Nummer 35, Karim! 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 Wie scheiße gut tut das heute? Boah, ich glaube, also das war bis jetzt, glaube ich, der wichtigste Sieg. Gerade für die Moral, fürs ganze Team, auch für euch. Das hat allen so gut getan. Wenn man überlegt, vor 4, 5 Wochen, wo wir gestanden haben und hatten keinen Sieg, alles ist nicht so gut gelaufen. Und jetzt, wenn wir auf die Tabelle gucken, wir sind, glaube ich, wenn die anderen Ergebnisse mitspielen, sind wir vielleicht sogar auf dem Playoff-Platz. Also das zeigt einfach, dass wir immer an uns geglaubt haben, weitergearbeitet haben und dafür uns jetzt und alle belohnt haben. Deswegen, das feels fucking good. Ja, es geht uns allen so. Jetzt war es ja auch heute so, dass man jetzt, wenn man da auf die Bank geguckt hat, ganz viele junge Nico, der offensichtlich nicht komplett rund läuft, der sich reinhaut, ich glaube in 21 Minuten 22 Punkte oder umgekehrt macht. Dieser Spirit, den man auch am Orange Campus spürt, wenn ihr trainiert, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr was unternehmt, beschreibt das mal in diesem Team in dieser Saison. Ja, es war, wie gesagt, die ersten Spiele, die wir hatten, die wir verloren haben, das waren ja alle Spiele, die wir knapp verloren haben. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, oh shit, wir sind einfach zu schlecht. Es waren einfach so Kleinigkeiten, die uns immer gefehlt haben am Ende der Spiele, um die zu gewinnen. Deswegen, wir wussten, wie gut wir sein können. Und wir haben halt weiter, Anton hat uns immer weiter gepusht. Wir haben halt nie aufgehört, an uns zu glauben. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Obwohl wir viele Verletzungen haben, immer wieder Ausfälle. Matt ist gegangen, Devin ist gegangen. So, das war alles nicht einfach. Weiter an das große Ziel zu glauben, weiter zu glauben, dass die Spiele gewinnen können. Und deswegen, das Team macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das hat man heute auch sehr gut gesehen. Wir waren zwar wieder unten, aber vor 3, 4 Wochen hätten wir vielleicht das Spiel aus der Hand gegeben. Und jetzt finden wir immer Wege, doch noch irgendwie uns zusammenzureißen und Spiele zu gewinnen. Das macht Spaß. Ja, uns macht das sehr Spaß, Karim. Es ist auch so, du hast jetzt viel über das Team geredet, aber ich weiß ja, dass du ein wahnsinnig ehrgeiziger junger Mann bist. In der letzten Saison lief es oft nicht so rund, wie du dir es vorgestellt hast. Und jetzt, also ich kann mich jetzt noch an den Spiel erinnern, an dem ich ein langes I an dich gewhatsappt habe, als du den Game-Winner gemacht hast, auswärts. Wie geht's dir denn im Augenblick persönlich, wenn du siehst, die Dinge funktionieren wieder, die du dir vornimmst? Ja, das ist, besser geht's gerade nicht, muss ich sagen. Klar, ich bin nicht da, wo ich sein möchte, aber ich bin auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Gerade letzte Saison, wie du schon angesprochen hast, war jetzt so nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt wieder so ein bisschen meinen Flow bekomme, meinen Rhythmus bekomme. Und ja, deswegen, es macht mir mega viel Spaß, einfach aufs Spielfeld zu kommen. Gerade auch diese Heimspiele, die machen so viel Spaß. Gerade wenn ihr wie heute so viel Energie bringt und man dann zum Beispiel einen Dreier trifft und ein Layup macht, ihr seid alle da, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich kann es nur zurückgeben, also uns allen auch. Mir war so heiß, aber es lag glaube ich auch am Pulli heute, den ich heute aus Merchandise... Wo ist mein Pulli? Du, 64,95 dort im Fanshop. Ich glaube, du kriegst sogar ein bisschen Rabatt als Spieler. Wahrscheinlich 5%. Ja, du, entschuldige mal, wir sind Schwaben, du hast uns ja jetzt schon kennengelernt. Das stimmt. Ja, kleiner Blick noch nach vorne, es kommt ein richtiges Brett im Eurocup, dann kommt... Ich weiß nicht, Alba Berlin, die sind ja so nicht so besonders gut drauf diese Saison. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt 3 Spiele in 9 Tagen. Es geht dann weiter mit Braunschweig, mit Bonn. Ihr habt richtig viel auf dem Schedule, aber ich habe auch so das Gefühl, ihr seid hungrig auf die Erlebnisse. Jetzt kann man das so sagen. Also nicht Angst vor der Belastung, sondern eher Bock drauf, immer besser zu werden. Ja, also wir sind es ja gewohnt. Wir haben ja, wie gesagt, durch Eurocup ist es ja normal. Wir haben alle 3, 4 Tage ein Spiel. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heute mal ein bisschen zelebrieren, aber dann haben wir ab Montag wieder Training, dann wie gesagt, Burg, wir haben jetzt richtig, richtig schwere Gegner, aber ich glaube, wenn wir so spielen, natürlich geht immer besser, aber wir haben vor keinem Angst und ich glaube, wir werden immer besser als Team und deswegen, wir werden da bestimmt 1 oder vielleicht 2 Spiele uns da klauen können von den Großen. Da sind wir sind dabei, wenn ihr dabei seid und freuen uns drauf. Jetzt vielleicht, bevor wir gleich noch zu ein paar Selfies und Autogrammen kommen. Du bist jetzt das zweite Jahr hier. Jetzt das erste Jahr, als wir da, ich meine, ich habe gerade, als ich euch da im Fanblock gesehen habe,
Das haben ja alle wahnsinnig lang vermisst, diese Nähe und dass man sich nicht überlegen muss, wie nah kann ich an jemanden ran und darf ich ihn jetzt abklatschen oder nicht. Wie erlebst du das jetzt im Augenblick und auch Ulm und den Weihnachtsmarkt? Ich habe dich auch schon über den Weihnachtsmarkt schlappen sehen, so diese Nähe zu... Hätte ich das nicht sagen, da waren ja die anderen auch dabei. Tommy war dabei, Robin war dabei. Ja, ja, ja. Mit der kurzen Hose warst du da. Ja, ich habe immer die kurze Hose, das weißt du doch. Ja. Wie gut fühlt sich das an, jetzt so wieder auch so eintauchen zu können und zu leben, auch wenn man als Profisportler ja wenig Zeit hat, das ist ja auch so. Ja, das ist, ich glaube, wie es allen geht, das ist einfach, es fühlt sich so sau gut an, wieder Sachen machen zu können, rausgehen zu können. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, um halt abschalten zu können. Während Corona war es ja so, du hast gespielt oder du bist zur Arbeit gegangen und du bist nach Hause und das war's. Und das fühlt sich einfach verdammt gut an, rauszugehen, wirklich mal einen Kopf frei zu bekommen. Wie gesagt, mal über den Weihnachtsmarkt zu gehen, mal zu meiner Familie zu fahren ohne Probleme. Also das hilft natürlich einfach. Das braucht jeder. Deswegen, ich hoffe, es bleibt jetzt so, aber sieht ja gut aus. Deswegen jeden Tag genießen und dann wird es schon. Am Weihnachtsmarkt, ich weiß, dass du dich sehr vernünftig ernährst, aber hast du dann auf dem Weihnachtsmarkt, isst du dann auch mal so eine Feuerwurst oder sowas? Also wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt. Gehe ich auf den Weihnachtsmarkt. Dann vielleicht ein alkoholfreien Glühwein. Ein Punsch. Und, ein Kinderpunsch für den jungen Mann. Für den Karim, ja. Und eine gute Rote. Diese eine gute Rote? Ja. Keine Feuerwurst probiert beim Burger? Nein, das ist der Klassiker eigentlich. Rote. Boah, so eine richtige Stadtwurst schmeckt auch nicht schlecht, die vom Stadthaus. Das ist es auf jeden Fall. Ja, ja. Kann ich jedem empfehlen. Ja, ja. Ich würde dir die Feuerwurst empfehlen, vor allem, da musst du, ganz wichtig ist diese Stellung beim Essen, weil da immer Tzatziki raustropft. Immer. Das ist mit Tzatziki, Kraut und scharfe Wurst. Du kannst es mir ja mal vormachen. Wie lange verabreden wir uns jetzt schon zum Essen? Ich glaube, ja, seit wir an der Donau. Du meldest dich ja nicht. Du meldest dich nicht. Ich ghoste dich. Wie gut ist dein Schwäbisch denn mittlerweile jetzt so nach eineinhalb Jahren? Also wenn du ein Breschlingsgesetz bekommen würdest, wüsstest du dann, was du auf dem Brot hast? Nee, aber ich würde es essen wahrscheinlich. Ja. Hast du eine Vermutung, was das sein könnte, Breschlingsgesetz? Ist es eher was Herzhaftes, was herzhaft, Süßes? Herzhaft, ja. Ist eine Erdbeerkonfitüre, aber ja. Ist nicht so schlimm. Ich hätte gerne auf meinem Lagerwickle hätte ich gerne Breschlingsgesetz. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, mit viel dicker Butter drunter. Jetzt ist es ja so, ihr seid über Weihnachten, ihr spielt viel. Das ist, glaube ich, immer schwierig für Spieler. Jetzt haben wir auch Spieler dann mit Juan zum Beispiel, mit Jago, die wahnsinnig weit weg sind. Ist dann Weihnachten, wie schwierig ist das? Machst du das dann per FaceTime oder schaffst du es dann trotzdem irgendwie zur Family nach München zu fahren? Oder hast du das schon auf dem Zettel irgendwie? Ja, also es wird schwer. Ich glaube, wir spielen am 27. in Ludwigsburg. Ja. Das heißt, wir haben am 25. normal Training und 24. Ja, ich komme drauf an, wie gnädig Anton ist, ne, mit Training. Also weiß ich jetzt noch kommt nicht. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie gnädig ihr mit Anton am 27. sein wollt. Du sagst es. Ja. Aber nein, ich werde so oder so, glaube ich, am 24. Werde ich nach München fahren zu meiner Familie, ganz entspannt. Und da muss ich halt am 25. in der Früh ganz wieder ganz entspannt los. Wieder zurückfahren. Genau. Aber ja. das ist jedes Jahr eigentlich dazu. Dasselbe. Und ja, wir wollen euch ja entertainen über die Feiertage. Als ob du einen Spickzettel hättest, würde ich nochmal sagen, denk dran, nicht nur am 27. auswärts, sondern wir haben ja dann am 30. spielen wir gegen Braunschweig. Ja, das ist für dich auch vielleicht wieder ein besonderes Spiel, gegen die Löwen zu spielen. Dann am 3. Januar geht es dann schon gegen Bonn, also da ist eine ganze Menge gespielt. Und natürlich nicht vergessen, nächsten Sonntag gegen Alba. Das ist diese Mannschaft in Berlin, die den ein oder anderen Titel schon gewonnen hat. Und da würden wir gerne hier einen echten Fight liefern in der Ratiopharm Arena. Heute habt ihr schon mal gezeigt, wo die Richtung hingeht. Wir bedanken uns recht herzlich für einen geilen Basketballabend. Und schön, dass ihr wieder zurück seid. Und wir feiern mit euch hier die geilste Party der Stadt. Das war Karim Jalloh für danke euch. Auch, danke.